Gefühle sind tolle Botschafter, aber schlechte Herrscher. Es gibt ja den berühmten Satz: Auf mein Bauchgefühl kann ich mich immer verlassen. Ich sag jetzt, wie ich drüber denke. Jemand, der das wirklich glaubt, oje, ich befürchte Schlimmes. Ich bin nämlich auch ein sehr intuitiver Mensch. Ich kann euch eines sagen: auf mein Bauchgefühl hören, ja. Weil die Gefühle sind weder in sich weder gut noch schlecht. Sie sind Botschafter. Es ist eine Reflexion deiner Seele, wenn man so sagen darf. Es spiegelt dir wieder, wie es dir in diesem oder in dem Zusammenhang jetzt geht. Nicht? Aber wenn diese Gefühle zu herrschen beginnen, wenn dich deine Gefühle vom Thron stürzen und sie zum Herrscher werden, dann wirst du Halligalli haben den ganzen Tag, nicht? Dann bist du einmal ermutigt und im nächsten Augenblick bist du schon entmutigt, je nachdem, was die anderen sagen, nicht? Und sehr abhängig von der Meinung der anderen. Und das versklavt dich und macht dich unfrei. Also, natürlich, jetzt gibt es einige Wege, wie man damit umgehen kann. Der eine sagt: Mir ist alles wurscht, was die anderen sagen. Das glaube ich überhaupt nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Wenn das jemand sagt, dann ist meistens genau das Gegenteil der Fall. Und außerdem ist Gleichgültigkeit kein guter Weg. Gelassenheit ist etwas anderes, weil Gelassenheit ist schon wieder eine Tugend. Und mit Gelassenheit kommen sie jetzt nicht auf die Welt. Die Gelassenheit ist auf jeden Fall eine Tugend und daher eine erworbene Eigenschaft. Ja? Das heißt, man muss daran arbeiten, dass man das geregelt kriegt, und das ist sicherlich eine Herausforderung, aber die sollen und müssen wir uns auch stellen, wenn wir frei sein wollen. Ja? Wir haben ein großes Glück, weil der Himmel uns immer hilft. Ja, wir sind nie alleine. Das ist das Wunderschöne am Leben im Glauben. Sie sind nie alleine. Gott hilft ihnen auf geheimnisvolle Art und Weise. Nicht immer können wir das auch sofort sehen. Vielleicht sehen wir das auch oft erst 2-3 Jahre später. Das ist alles möglich. Also, ich möchte Sie ermutigen: Übernehmen Sie das Zepter, ordnen Sie Ihre Gefühle und lassen Sie die Gefühle nicht über Sie herrschen. Ja? Raus aus der Sklaverei. Gut zuhören, ja, aber sich bestimmen lassen und rein auf der Basis von Gefühlen Entscheidungen treffen, nein. Also meine Botschaft von heute: Seien Sie König in Ihrem Land und lassen Sie Ihre Gefühle gute Botschafter, aber keine Herrscher sein.